Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 73, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Die Fraktion DIE LINKE hat mitgeteilt, dass über die Petitionen 715-20, 718-20 und 1070-20 getrennt abgestimmt werden soll. Zunächst also 715-20. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP, AfD und die Frau Kollegin Walter. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE damit angenommen. 718-20. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP, AfD. Wer ist? Frau Kollegin Walter. Dagegen? Dafür? 718-20. Dafür. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE. Damit so angenommen. 1070-20. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP, AfD und die Frau Kollegin Walter. Wer ist dagegen? DIE LINKE. Damit mit dieser Mehrheit angenommen.